Der Fischer und seine Frau. Es war einmal ein Fischer, der lebte mit seiner Frau in einer kleinen Hütte am Meer. Alle Tage ging er zum Angeln und war ein zufriedener Mann. Eines Tages aber hing an seiner Angel ein großer, zappelnder Butt, der rief: »Bitte, lass mich leben! Ich bin ein verwunschener Prinz!« Der Fischer war verwundert, doch einen sprechenden Butt hätte er ohnehin nicht getötet und ließ ihn wieder zurückgleiten ins Meer. Als er später seiner Frau von dem merkwürdigen Ereignis erzählte, fragte sie ihn: »Hast du dir denn nichts zur Belohnung gewünscht?« »Was soll ich mir denn wünschen?« fragte der Mann. »Eine schönere und größere Hütte wäre schon mal gut gewesen«, meinte die Frau. Da ging der Fischer wieder ans Meer und rief den Butt: »Mantje, Mantje, Timpete, Buttje, Buttje in der See. Meine Frau, die Ilsebill, die will nicht so, wie ich es will.« Da kam der Butt und fragte nach dem Wunsch der Frau. Umständlich wollte der Fischer erklären, aber da meinte der Butt: »Geh nur hin, der Wunsch deiner Frau ist schon erfüllt.« Nach Haus zurückgekehrt, empfing ihn seine Frau bereits in einer freundlichen und geräumigen Hütte und schien zufrieden. Doch bereits nach einer Weile lamentierte sie erneut, jetzt wolle sie ein Schloss von dem Butt haben. Auch das wurde ihr erfüllt und sie erhielt ein Schloss mit Dienerschaft, prunkvoller Einrichtung und prächtigen Pferden im Stall. Doch die Gier der Frau war noch immer nicht gestillt. Nun wollte sie Kaiserin werden und drängte ihren Mann, noch einmal zum Butt zu gehen. Widerwillig fügte er sich, rief dem Butt, um ihm das Anliegen seiner Frau vorzutragen. Und wieder antwortete der Butt, er solle nur heimgehen, der Wunsch der Frau sei bereits erfüllt. Und so war es dann auch. Doch auch hier machte die Frau noch keinen Punkt. Nun wollte sie auch noch Papst werden. Der Fischer antwortete, das ist jetzt zu viel verlangt. Der Butt kann dich nicht zum Papst machen. Doch die Frau ließ nicht locker. Da schlurfte der Fischer wieder zum Wasser. Der Himmel aber verdüsterte sich. Ein Gewitter zog auf und der Fischer hatte Angst, dem Butt den Wunsch der Frau vorzutragen. Doch auch diesen Wunsch erfüllte der Butt. Aber als schließlich am nächsten Morgen die Frau auch noch verlangte, sie wolle so werden wie Gott, da war das Maß voll. Der Fischer ging, obwohl das Meer tobte, zwar noch einmal zum Butt, trug ihm auch diesen Wunsch seiner Frau vor. Und als er schließlich nach Hause kam, saß die Frau wieder in ihrer alten, kleinen Fischerhütte. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben die beiden heute noch dort.